neues Video. Und zwar Magitex Starter Pack habe ich mir geholt. Ich muss mich beeilen, ich habe nicht mehr viel Speicherplatz. Und deswegen würde ich sagen, packen wir das Ganze auch gleich mal aus. Wie man sieht, es ist jetzt kein Booster mehr enthalten. Das ist der Grund, dass ich das sozusagen geschenkt bekommen habe. Und dann haben sie halt gemerkt, dass das falsche Waben habe, aber haben trotzdem den Booster aufgemacht, weil sie ja nicht wussten, dass das falsche ist. Haben das dann einfach so irgendwie mir geschenkt und ich habe gefragt, wo der Booster ist und sie sagten, ja, den haben wir leider ja aufgemacht schon und die limitierte Karte auch. Aber wenigstens waren sie nett und zwar, hier ist einmal mein Geldbeutel versteckt. Und zwar war das so, dass sie mir dann noch diese Karten, wo in dem Booster drin waren, gegeben haben. Und die limitierte Auflage Kevin Trapp dazu. Hier haben wir dann einmal eine Checkliste, wo wir dann auch gleich reinmachen werden. Die Rückseite, dann hier einmal das Spielfeld und das Sammlermagazin. Ja, ich würde sagen, ich mach mal schnell das mit der Mappe. Ich kann das jetzt nicht vor der Kamera machen, weil das sonst einfach umfliegen würde. Und ja, ich werde dann auch noch später ein Mappen-Update drehen und das dann auch gleich reinstellen, dass ich wieder mehr Speicherplatz bekomme. So sieht die Mappe aus, wenn sie aufgebaut ist. Ich werde sie euch auch nochmal zeigen. Und zwar sieht das dann so aus. Hier einmal mit Kiesling, Reus, Kramer und so weiter. Ja, wer meine letzten Videos gesehen hat, ich habe sehr viele Karten schon. Und ja, auf jeden Fall hier Sportclub Freiburg war eine Karte aus dem 10er Booster. Dann Nikola Djuric, Jan Sommer, Kaplani, Süle, Panda, Stieber, Iglowski, Petersen, Riese und die limitierte Auflage Kevin Trapp. Ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall habe ich immerhin die Karten. Und ich zeige euch auch nochmal, hier sind meine ganzen Karten drin, wo ich dann jetzt gleich ein Mappen-Update-Video drehen werde. Aber erstmal Videos löschen muss und ja, dann werde ich das Video jetzt gleich mal reinstellen. Und bis zum nächsten Video.